Moin und hallo. Mein Name ist Annette Behnken, ich bin Pastorin und ich möchte mit Ihnen zusammen die Klöster Norddeutschlands kennenlernen. Die Menschen, die dort leben und ihre Speisen. Jetzt in der Klosterküche. Profifußball und Klosterschule. Wie gut passt das zusammen? Hervorragend. Dieses Gymnasium im Oldenburger Münsterland ist etwas ganz Besonderes. Es ist das einzige in Deutschland, das von Dominikanern geführt wird und staatlich anerkannt ist. Die Pater des im Mittelalter entstandenen Bettelordens sind also Lehrer und sie sind richtig beliebt. Warum finden die Schülerinnen und Schüler ihre Klosterschule hier in Vechta so cool? Das wird uns gleich auch Oliver Hüsing verraten. Der ist Profifußballer und hat hier sein Abi gemacht. Vorher verrate ich Ihnen aber das Menü. Als Vorspeise gibt es einen Eisbergsalat mit Backmohn, Himbeeren und Cashewkernen. Anschließend gibt es Hähnchenbrustfilet in Basilikumrahm als Hauptspeise. Das Dessert werden die Kinder der Koch-AG der Klosterschule heute zubereiten. Joghurtcreme mit Früchten und Schokokeksen. Aber zuerst steht eine Deutschstunde bei Pater Christian auf meinem Stundenplan. Um 7.45 Uhr geht es los. Und da ist auch schon der Lehrer, Pater Christian. So sieht man also aus, wenn man in aller Herrgottsfrühe joggen geht. Okay, das merke ich mir. Guten Morgen zusammen. Stellen wir unseren Tag, das, was uns bewegt und beschäftigt, in die Gegenwart Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Fast wie damals in meiner Schulzeit. Nur, dass bei uns das Gebet gefehlt hat und der Habit. In Ewigkeit. Amen. So segne und behüte, schütze und begleite uns der gute und treue Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Setzt euch. Ja, ich habe euch ein Lied mitgebracht, und zwar von Udo Lindenberg. Achtet mal auf den Text, worüber singt er, was passiert da, ja, und versucht euch einfach darauf einzulassen, was ihr hört. Wie ist denn das eigentlich? Ich darf ein bisschen euch ablenken jetzt vom Unterricht, hat ja Pater Christian erlaubt. Wenn ihr das Morgengebet betet, hat das für euch irgendeine Bedeutung, das Gebet? Das macht ihr jeden Morgen am Anfang eines Unterrichtstags, ne? Ja. Ist das so, dass ihr sagen würdet, es würde was fehlen, wenn das nicht da wäre oder so? Also wir zu Hause beten auch am Morgen und das ist dann, glaube ich, mein zweites Gebet. Und also man merkt ja schon, wenn man es nicht macht. Woran? Was ist dann anders? Es ist genauso, als würde man nicht begrüßen oder sowas. Es fehlt dann irgendwie was. Besprecht ihr, diskutiert ihr eigentlich auch mit den Patres so Themen? Also Wandel in der Kirche, sollen Frauen auch zum Priesteramt zugelassen werden zum Beispiel? Oder wie ist das mit dem Zölibat? Debattiert ihr das hier auch? Also im Religionsunterricht, klar, das gehört ganz normal dazu eben. Und die Patres sind auch in den Themen auch sehr aufgeschlossen. Und deswegen ist es ja eben auch ein Vorteil, hier zu sein, weil die halt eben im Vergleich zu anderen Religionslehrern auch modernen Religionsunterricht machen. Songs sind Lyrik. Überlegt doch mal, was sind eigentlich Songs, die ihr gut findet, wo ihr sagt, das stimmt, das ist ja eigentlich auch Lyrik und das höre ich andauernd. Ist Klosterschule cool? Also ich finde schon, dass es was Eigenes hat, sozusagen. Also es ist mal was anderes und das. Ja, aber vielleicht sagst du den Satz noch zu Ende. Also das Kloster ist ja auch sozusagen nebenan und teilweise trifft man sich auch davor oder da passiert irgendwas und die Patres sind ja auch total zentral. Und also ich finde das eigentlich schon ganz cool, ist halt auch mal was ganz anderes. Alles klar, das war's. Vielen Dank euch, ein schönes Wochenende. So, große Pause. Ich habe also Zeit, ein bisschen Schulhofatmosphäre zu schnuppern. Wie ist das mit den Patres? Sind die ungewöhnliche Lehrer oder ganz normal wie alle anderen? Die Patres sind eigentlich genauso wie normale Lehrer. Also sehen nur ein bisschen anders aus? Ja, genau, tragen ja immer ihre Gewänder. Ist das eine coole Schule?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist es hier, finde ich, ziemlich familiär. Okay, und dass so viel gebetet wird und in die Kirche gegangen wird, wie ist das für dich? Ach, das finde ich eigentlich gar nicht schlimm. Also ich meine, morgens von der Schule einmal beten ist doch ganz gut. Und vor allem vor den Klausuren, ja, das ist irgendwie noch so ein Moment, wo man sich dann wieder konzentrieren kann und wo man so ein bisschen runterkommt und ein bisschen durchatmen kann. Und endlich erwische ich Pater Christian mal. Der hat jetzt nämlich eine Freistunde. Sie leben hier und arbeiten hier, ja, quasi genau. An einem Ort. Ja. Ist das schwierig? Hat Vor- und Nachteile. Wenn man da lebt, wo man arbeitet, muss man gut gucken, wie man auch mal Zeiten für sich und Auszeiten bekommt. Und wie bekommen Sie die? Eine stille Zeit am Tag ist für mich wichtig. 20 Minuten, eine halbe Stunde, um mich zu sammeln, um mich ja, einfach auch vor Gott zu bringen und zu wissen, warum mache ich das eigentlich alles. Das zweite Sport und mal Zeit zum Lesen oder mal Ruhe, aber auch einfach Menschen, so Freunde, mit denen ich mich treffen kann, das gehört dazu. Und das ist auch als Priester oder als Pater wichtig, einfach Kontakte zu Menschen zu haben, die auch in anderen Zusammenhängen leben und mit denen sprechen und mit denen befreundet zu sein. Mhm. Und haben Sie da auch Platz, auch über heikle Themen zu sprechen? Ja. Frauen im Priesteramt zum Beispiel ist ja so ein Thema, Homosexualität. Ja. Richtig. Und das ist natürlich in dieser jetzigen Situation der Kirche absolut notwendig, darüber zu sprechen. Und nicht nur darüber zu sprechen, sondern auch endlich was zu verändern. Ja, was ist da Ihre Position? Verraten Sie die? Also was wünschen Sie für Veränderungen? Ich wünsch mir vor allem, dass Machtstrukturen verändert werden. Das ist das Zentrale eigentlich. Mhm. Ich glaube, ganz viel, worüber wir reden, Missbrauch, Klerikalismus, das hat alles mit Machtstrukturen zu tun. Mhm. Und ich wünsche mir auch, zumindest für unsere Breiten gerade, tatsächlich auch einen anderen Umgang mit Sexualität. Diese Morallehre ist so überhaupt nicht mehr tragfähig. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass wir, glaube ich, feststecken in einem gesellschaftlichen Bild der 60er in manchem, mhm. 50er, 60er Jahre. Und ich finde wichtig, dass die Kirche jetzt nicht einfach Wahrheiten verkündet, sondern dass sie zuhört. Dass sie den Menschen zuhört, was sie denken, wie sie leben. Ja. Und Ihre Position zum Zölibat, ist das was, wo Sie offen drüber sprechen? Zölibat ist natürlich nochmal eine persönliche Entscheidung gewesen. Mich nervt es manchmal, wenn Leute so sehr sagen so, hey, wie geht's dir denn mit dem Zölibat? Mhm. Ja, dann kann ich nur so fragen, wie geht's dir denn in der Ehe? Läuft da alles? Das ist das gleiche Niveau. Selbe Frage. Selbe Frage. Mhm. Aber man muss darüber sprechen, ob es so, wie es ist, zeitgemäß ist. Mhm. Die Struktur des Ordenslebens verlangt diese ehelose Lebensform. Für Priester kann ich mir das in der Diözese auch ganz anders vorstellen. Ja. Mhm. Und ja, man muss sich auch wirklich da selbst mit auseinandersetzen. Ich bin ja nicht Priester geworden, um zölibatär leben zu dürfen, sondern ich habe das mit in Kauf genommen. Ja. Ja. Und das ist wie in der Ehe. Deswegen finde ich das auch, dramatisiere ich das immer gar nicht so. In der Ehe läuft es mal gut und auch mal nicht gut. Da hat jeder Zeiten, wo es schwer ist und wo es leichter ist. Und so ist es bei uns auch. Ja. Es gibt Zeiten, die sind super und es gibt Zeiten, da ist es schwerer. Ja. Dass Pater Christian so offen ist, beeindruckt mich sehr. Jetzt habe ich kurz Zeit, um einen Zwischenstopp beim schuleigenen Blasorchester einzulegen. Das hat rund 100 Jahre Tradition. In der Klosterküche wartet jetzt Arbeit auf mich. Wir machen die Vorspeise. Ein Eisbergsalat mit Himbeeren, Backmohn und Cashewkernen. Wir haben jetzt alle Hunger und darum wird es jetzt auch Zeit für die Vorspeise. Die bereitet mit uns die Klosterköchin vor, Ulrike Schmedes. Moin Ulrike. Moin. Und wir haben Unterstützung dabei, nämlich Pater Karl. Pater Karl war bis vor kurzem Lehrer hier am St. Thomas-Kolleg für Deutsch und katholische Religion. Ja. Und bevor wir loslegen, muss ich noch ein Geheimnis verraten. Das ist nämlich gar nicht die Küche, in der Ulrike Schmedes sonst kocht. Das ist nicht die originale Klosterküche hier in Vechter. Die eignet sich nämlich nicht für die Kameras. Darum sind wir umgezogen und sind hier jetzt im Jugendhaus, das zur Schule und zum Kloster gehört. Und es gibt zur Vorspeise einen Eisbergsalat mit besonderen Zutaten. Ja. Pikant gewürzte Cashewkerne, Himbeeren, Mohn, Himbeeressig, Öl, Senf und Honig. Ja, super. Dann legen wir mal los. Genau. Ich schneide mal einmal den Salat durch. Dann kann jeder einmal den Salat klein schneiden. Ja, knackig so. Frisch. Ne? So, wie genau. Und das Herz rausmachen. Ja, ne? Einfach und okay. Einmal so abschneiden. Und wie groß? Einmal so längs und dann einmal quer. Pater Karl. Ja, hier bei der Arbeit. Sie sind ja
mit 40 in den Orden eingetreten, ist das richtig? Das ist richtig, 39 genau aber. Okay. Mit Lebensmittel. Was haben Sie denn vorher gemacht, so lange? Ich komme aus dem Ruhrgebiet und war Lehrer für die Sekundarstufe 1, Deutsch und Geschichte. Verstehe. Pater Karl, das muss noch kleiner, ja, ne? Das muss noch ein bisschen kleiner. Ich habe Pater Karl abgelenkt, aber ja, ich kann weitermachen. Das mache ich. Ja, derzeit habe ich schon mal mit dem Dressing angefangen. Ich habe da Öl reingetan, Himbeeressig und ich habe den Senf dazu gegeben. Das ist eine Redewendung. Ja, ne? Und jetzt gebe ich noch den Honig da rein. Man kann auch Zucker nehmen, das ist egal. Wir haben jetzt hier Honig, einen guten Löffel. Und müssen die gehackt werden oder so? Die müssen klein gemacht werden. Machen? Ja, das können sie machen. Und Pater Karl, darf ich mal ganz unverschämt fragen, haben Sie da auch schon wie ein Mönch gelebt? Nein, 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 das nicht. Da gab es auch Phasen drunter in diesen Jahren vor dem Ordenseintritt, wo ich ganz weit von der Kirche weg war. Ach. Aber der liebe Gott ruft dann doch so laut, dass man ihn irgendwann wieder hört. Ah ja, okay. Und Sie sind ja auch sehr aktiv in den sozialen Medien, ne? Wie sehen Sie auch so als Lehrer die sozialen Medien? Ja, also da genieße ich vor allem die lustigen Beiträge. Also ich bin sehr konsumorientiert da. Okay, wenig, dass ich selber was poste, als dass ich mich freue über gute Gags und kleine Filmchen, die ich dann auch durchaus weiterleite. Aber ich habe auch so meine Grundsätze. Also wenn Schüler dann anfragen, ob ich mich befreunden würde mit ihnen, da sage ich dann immer, solange ihr auf der Schule seid, nicht. Das ist uns aber schwierig. Danach können wir gerne Freunde werden. Und da bin ich auch bis jetzt ganz gut gefahren. Ja, das ist wahrscheinlich ein ganz guter Grundsatz. Das geht's da mit rein? Ja, das können wir jetzt alles mit rein. So. So, jetzt fehlen noch die Himbeeren. Ja. Möchten Sie, Pater Karl? Oh, probieren, ne? Dann möchte ob ich die auch da rein können. Die waren ja heute Morgen noch im Garten, oder? Mm. Habe ich selbst gepflückt. Die können sollen die gehalbiert werden? Nein, die können da so rein. Sehr schön. Ein Foto wert. Ja, so bunt, ne? Ja. So, schütten wir das da drüben. Aber so mit dem Habit ist es doch manchmal bestimmt schwierig mit dem Essen, oder? Das ist, ja, das ist wirklich vor allem so in den ersten Wochen hat man da große Probleme. An dem Tag, als ich meinen Habit bekam, hatte die Köchin es ausgesucht, dass es Tomatensuppe gab. Oh, wie günstig. Und als ich dann natürlich nett, wie ich bin, den Verwandten die Schüssel reichen wollte, dann ging also der Ärmel durch die Tomatensoße. Schön. War nicht so toll, aber man gewöhnt sich dann an, wirklich dann sofort immer erst zum Ärmel zu greifen und dann zur Schüssel oder zum Topf. Sogar im Gottesdienst passt Pater Karl auf seinen Ärmel auf. Oh, schön sieht das aus. Ich bin ja nicht so ein Salatfan, aber diesen esse ich auch. Schön, dass alles gelungen ist. Ja. Ohne Blutvergießen. Ganz wichtig, ne? War sehr erfolgreich, doch. Prost. Prost. Sieht super aus und schmeckt auch so. Eisbergsalat mit Himbeeren, Backmohn und Cashewkernen. Das Rezept gibt's auf unserer Homepage. So, jetzt schnell zurück in die Schule. Pater Andreas hat nämlich Zeit für mich. Ihn zu treffen ist nicht ganz einfach. Er leitet nämlich die Schule. Ja, Sie als Schulleiter müssten das doch wissen. Warum besuchen so viele Schüler ausgerechnet Ihre Schule? Also ein Punkt ist sicherlich im Vergleich zu anderen Schulen, hier sind wir auch kleiner. Dann, ja, was Eltern schon mal sagen, es ist behüteter. Und dass so ein bestimmter Geist herrscht, also den kann man auch schlecht erklären. Also wenn ich so beim Tag der offenen Tür mit Eltern dann durch die Schule gehe, dann brauche ich manchmal gar nicht viel sagen. Ne? Also wenn man dann sieht, wie das Gebäude aussieht, dass Schüler einem entgegenkommen und einen nicht umrennen, sondern auch grüßen. Also ich glaube, das sind alles Dinge, die so einen Geist deutlich machen. Welche Werte sind Ihnen wichtig, den Schülern zu vermitteln? Wir vermitteln, dass Unterschiedlichkeit nichts Schlechtes ist.
Ihr müsst nicht alle miteinander in Urlaub fahren, beste Freunde sein, aber ich verlange, dass jeder auch akzeptiert wird und auch so gelassen wird. Schön. Natürlich, das ist mir immer wichtig, also auch unsere Schüler sind keine Heiligen, ne? Und machen auch Dummheiten, aber und ich würde mal sagen, jetzt in meiner Selbsteinschätzung, ich bin da auch relativ tolerant, glaube ich, und großzügig, aber wo für mich so ein Punkt ist, wenn andere eben leiden, dass ich das nicht akzeptiere. Also das wäre so ein Wert, ja. Ne? Oder auch ein Wert, und das finde ich gerade in unserer Zeit wichtig, auch ein Wert, dass man nicht vollkommen sein muss. Dieser Druck oder das Selbstgemachte, ich muss immer perfekt sein, ich muss immer alles können, das ist nicht so, sondern auch von unserem Glauben her, wir auch Fehler haben dürfen. Ne? Und auch, ja, auch mal Sachen falsch machen dürfen und sollen. Und dass von unserem Glauben her Gott eben auch jemand ist, der sagt, und es ist trotzdem gut. Und du bist so geschaffen. Wie ist denn das eigentlich mit Integration, Inklusion, mit diesen Themen bei Ihnen an der Schule? Wie gehen Sie damit um? Bis vor 3 Jahren haben wir nur getaufte Schüler aufgenommen. Und dadurch sind natürlich bestimmte Gruppen schon herausgefallen. Seit 3 Jahren nehmen wir auch nicht getaufte Schüler. Die müssen dann vorher mit mir ein Gespräch führen, weil natürlich klar sein muss, dass sie das christliche Profil schon unterschreiben. Von daher ist natürlich, wenn Sie jetzt unsere Schülerschaft angucken, das nicht so multikulturell wie an anderen Schulen. Was Inklusion angeht, ich glaube, wir hatten immer schon in diesem Bereich Autismus, Asperger-Syndrom ist eine Form davon. Ich glaube, wir hatten diese Schüler schon immer bei uns, weil man gesagt hat, ja, die sind ein bisschen anders, aber die haben hier so einen Raum, wo sie sein dürfen. Lebenslanges Lernen ist alles andere als eine supermoderne Idee. Die Dominikaner verfolgen dieses Ideal schon seit dem Mittelalter. Ich bin auf dem Weg in die Turnhalle. Da trainiert die 10a Volleyball. Sport hat Tradition an der Klosterschule. Kein Zufall, dass Oliver Hüsing, der hier sein Abitur gemacht hat, jetzt Profifußballer in der Bundesliga ist. Erinnerst du dich daran, als du hier neu an der Schule warst, die Lehrer im Habit das erste Mal zu sehen? Wie war das? Es war schon was Besonderes, erstmal die Patres hier zu sehen. Und ja, ich glaube, das ist auch was uns als Schüler so ein bisschen zusammengeschweißt hat direkt am Anfang, weil man gemerkt hat, es ist schon ein bisschen anders als woanders und vielleicht auch ein Stück weit besonders. Was war anders oder besonders? Zunächst einmal einfach der Aufzug der Patres, dann das Ganze drumherum, dass es hier einfach eine Klosterschule ist mit regelmäßigen Kirchenbesuchen, dass die Patres deine Lehrer sind und ja, das unterscheidet einen ja doch schon von anderen Schulen. Was sagen denn eigentlich so die Mannschaftskollegen, wenn die hören, du bist Klosterschüler gewesen? Reagieren die da irgendwie drauf? Ja, also ein paar Sprüche gibt es dann schon immer oder ein paar neugierige Nachfragen. Das ist dann schon immer ganz witzig, wenn es zur Sprache kommt. Vor allem, wenn man dann sagt, ja, am Anfang, wir hatten keine Mädchen hier auf der Schule oder so, dann wundern sich schon einige. Kommt großes Mitleid dann. Ja, auch durchaus schon. Wir hatten ja noch Glück, dass wir hier das Ulf in der Nähe hatten. Das ist ein Mädchengymnasium. Ja, genau, das ist ja nicht weit weg von hier. Ja, aber sind auch alle sehr interessiert. Und wenn ich dann erzähle, wie das hier so bei uns ablief, dann ja, sind die auch neugierig und finden das eher spannend und interessant. Spielt denn Glaube eine Rolle für dich? Ja, definitiv. Ich würde sagen, nicht mehr in der Form, in der es früher mein Glaube war. Der dann doch sehr starr an dieses konservative christliche Kirchenbild gehalten war, ist jetzt ein bisschen weiter reflektierter geworden. Aber dadurch wurde ich auf jeden Fall auch durch diese Schule in meinem Glauben geprägt. Ja. Gibt es so eine schönste Erinnerung an die Schulzeit hier, die du hast? Generell denke ich einfach an eine richtig gute Zeit. Sei es dann viele Fahrten, die wir hatten. Wir waren zusammen im Skiurlaub, wo ich das erste Mal Ski gefahren bin. In Rom waren wir dann, ja, die ganze Abiturzeit ist natürlich super, weil du da schon ein bisschen freier bist. Ich glaube, den schönsten Moment habe ich nicht, sehr viele schöne Momente. Also kann man sagen, Klosterschule ist cool? Definitiv. Sieht nach außen hin vielleicht nicht immer so aus oder denkt man gar nicht, aber ich glaube, wenn man dann hier ist und das irgendwie spürt, den ganzen Umgang hier an so einer Schule und auch merkt, dass die Patres gar nicht so typische Geistliche sind, wie man vielleicht von außen denkt, sondern einfach, ja, coole Menschen, mit denen du über alles reden kannst, die dich aber trotzdem auch fordern, sehr stark. Und aber auch fördern, kann man definitiv sagen, dass Klosterschule auch cool ist. Ja. Dankeschön. ULF steht für Unsere lieben Frau und ist das Mädchengymnasium in Vechta. Mädchen gibt es hier seit ein paar Jahren auch. Gott sei Dank.
happy day. Endlich gibt's wieder Essen. Unser nächstes Gericht. Hähnchenbrustfilet in Basilikumrahmen. Wir beide schnacken Lüttenbecken platt und hab secht, wie secht du. Ja, dann mag wieder zu. Dann mag wieder zu. Ja, genau. Annette. Ulrike. Okay, platt aber beiseite. Wir kommen jetzt zu einem der Höhepunkte der Klosterküche. Es wird Zeit für die Hauptspeise. Pater Karl musste sich schon verabschieden, der muss zur Messe. Aber wir haben als Unterstützung auch noch deine Mutter eingeladen. Elisabeth Lübbers. Moin Elisabeth, schön, Moin, dass du hier Annette. Bist. Ja. Elisabeth hat 33 Jahre lang hier im Kloster gearbeitet und war auch für das leibliche Wohl der Brüder zuständig. Ulrike, was sind denn die wichtigsten Zutaten, die wir brauchen? Hähnchenbrustfilet, dann Toastbrot, kleine Tomaten, Sahne und Schmierkäse. Du könntest die Tomaten schneiden. Ja. Einmal in Viertel. Mama, du könntest das Toastbrot schneiden. Ja, mache ich. Auch in Würfel schneiden und den Rand ruhig dran lassen. So, dann würze ich das Fleisch. Und was war für dich der Grund, ausgerechnet dieses Rezept auszusuchen? Der Pater Ludger, der mag dieses Rezept unheimlich gerne. Eine Leibspeise von Pater Ludger. Genau. Und als du, Elisabeth, hier gearbeitet hast, wie viele Patres waren das hier? Ja, dann waren das noch so 13, 14. Hast du noch Kontakt zu den Patres? Ja. Zwischendurch komme ich mal zum Tasse Kaffee. Mhm. Oder die fahren im Sommer mit dem Fahrrad bei uns vorbei. Dann seid ihr richtig so ein Ausflugsziel. Ja. Okay. Fragst du auch manchmal, Mama, was wollten wir heute mal machen? Das war am Anfang. Ah, ja. Am Anfang wusste ich noch nicht so, wie ich was machen muss. Vor allem die Mengen. Mittlerweile habe ich das, glaube ich, so ein bisschen drin. Es muss auch mal was schief gehen. Das ist halt so, immer schmeckt auch nicht alles. Beschweren die sich dann, die Vater sagen, no, heute war es ja nicht so lecker. Nee, die machen sich eher lustig darüber. Ach, okay. Ein bisschen Basilikum können wir noch klein machen. Ja. Mama, du kannst ein paar Kräuter klein machen, ein bisschen Petersilie und Gerbel. Mach ich. Ich komme mal mit der Auflaufform da zu dir. So. Da können jetzt deine Tomaten drauf. Mama, du kannst das Toastbrot oder ein bisschen anrösten. Das ist ein Becher Sahne oder 200 Milliliter. Und da kommt jetzt der Schmierkäse rein. Das ist ja schon eine Kalorienbombe, ne? Ja. Musst du darauf achten, dass die Patres nicht zu viele Kalorien zu sich nehmen, dass die irgendwie... Ich mache eigentlich, dass ich immer viel mit frischen Zutaten koche. Frisches Gemüse. Frisches Gemüse, frischen Salat und auch in Nachspeise sehe ich meistens, dass ich frisches Obst kriege. Oh, jetzt ist aber schon schön geschmolzen hier. Ja, genau. Jetzt können da Basilikum rein. Genau. Mama, Kräutersalz rein. Ach, die Kräuter kommen auf dieses Brot. Auf das Brot. Okay. Wie kam denn das damals, Elisabeth, dass du im Kloster angefangen hast zu arbeiten? Von Ulrikes Freundin, die Mutter, die war hier schon. Und jetzt habe ich hier nur geputzt. 3 Jahre. Und dann wurde die Köchin, die war schwanger. Und dann hatten die uns gefragt, ob wir das wollten. Und so, ja, so bin ich da dran gekommen. Ja. Ja, ja. Dann kommt das da so übergießen. Mhm. Mhm. Kommt Brödels da drüber. Und ist das so jetzt fertig? Nee, das kommt jetzt noch im Backofen für eine halbe Stunde, ungefähr bei 200 Grad. Dass es so ein bisschen knusprig wird. Stunde noch. Ja. Okay. Das schaffen wir. Die Schülerinnen und Schüler haben Ansprechpartner für ihre Sorgen und Probleme. Einer von ihnen ist der Schulseelsorger Pater Ludger. Er ist zugleich Prior, also Chef des Klosters. Mit was kommen die Schüler so als zu Ihnen als Seelsorger jetzt? Also es geht meistens um irgendwie einen Konflikt in der Klasse, eine persönliche Frage, weil man vielleicht mit einem Lehrer oder Lehrerin nicht klarkommt, weil vielleicht auch zu Hause etwas ist. Das sind so die Fragen. Es ist nicht die Frage gute Note, das ist nicht das Thema. Und es sind auch nicht so die klassischen Fragen nach dem lieben Gott. Und Sie gehen ja auch sehr offen um mit dem Thema Missbrauch. Das haben ja viele Leute schnell im Kopf, wenn man denkt, Kirche, Kinder, dann ist das Thema schnell da. Es steht auch auf Ihrer Homepage, dass Sie damit offen umgehen. Wie kommt das vor bei Ihnen an der Schule, das Thema? Wie gehen Sie damit um? Also erstmal, wie Sie sagen, das Thema ist natürlich
ein Thema für Kirche und es ist ein Thema für eine Ordensgemeinschaft, die ein Internat lange gehalten hat, in der Schule tätig ist, in der Jugendarbeit tätig ist. Da kommt das Thema vor, erschreckend erstmal für einen selber, muss man sagen. Es ist sehr bedrückend für uns als Dominikaner. Aber es ist natürlich auch gleichzeitig der Auftrag zu gucken, wie kann man es vermeiden und wie kann man präventiv tätig werden. Und jetzt nicht nur im Blick auf die Lehrerinnen und Lehrer oder auf die Dominikaner, sondern auch mit Blick auf die Schüler. Wie können wir die stark machen? Wie können wir die unterstützen, sensibel machen für dieses ganze Thema? Ich sag mal, rein rechtlich oder rein organisatorisch sind vorgesehen Fortbildungen für die Lehrerinnen und Lehrer, Schulungen in diesem Bereich, die einfach sensibilisieren, Ideen bringen, wie man mit Situationen umgehen kann. Wir haben sexualpädagogische Tage, die der Sozialdienst katholischer Frauen mit durchführt, wo sie eben auch dieses Thema Ich-Stärkung, Persönlichkeitsentwicklung, Sensibilisierung, Umgang miteinander thematisieren und lernen. Ja. Das ist ja auch toll zu hören, dass Sie so damit umgehen. Ne? Ja, also ja. Eigentlich selbstverständlich so. Man wird halt durch die Not drauf gestoßen. Das ist so. Ja. Der Anlass ist traurig, aber es ist, denke ich, man kann daraus was Gutes machen. So. Fertig. Das riecht aber lecker. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie es auf dem Teller aussieht. Ja. Sehr lecker. Hähnchenbrustfilet in Basilikumrahmen. Und während im Hintergrund der Schulchor singt, flitze ich zur Koch-AG, die das Dessert zubereitet. Joghurtcreme mit Früchten und Schokokeksen. Moin, hallo. Moin. Na, ihr macht unser Dessert hier, ne? Ja. Wie sieht's denn aus? Wie weit seid ihr denn? Das ist jetzt das erste fertige. Was ist denn da alles drin? Das sieht ja lecker aus. Da sind Erdbeeren drin, Vanillezucker, Cookie-Stückchen. Das sind die hier? Ja. Okay. Und genau. Was ist das Weiße? So ein Quark mit Sahne. Joghurtcreme so ungefähr. Mh, lecker. Und wie ist es sonst so hier in der Klosterschule? Super. Super. Das kann nicht so, wie sich alle so denken, total religiös, streng oder so. Nicht so. Nee. Sondern wie dann? Locker. Locker eigentlich. Ja. Schön locker. So wie einfach eine normale Schule. Und das ist eure Lehrerin hier, ne? Ja. Ich auch mal. Ihr könnt schon mal die Äpfel und Bananen holen. Und Sie machen die Koch-AG, Frau Gusefort, ja, hier in der Schule. Ich mache seit diesem Schuljahr die Koch-AG und bin mit 5. und 6-Klässlern hier, mit 11 5. und 6-Klässlern zugange. Scheint Spaß zu machen. Ja. Und die Zusammenarbeit im Kollegium mit den Patres, wie ist die? Wie würden Sie das beschreiben? Ja, also eine sehr freundliche Atmosphäre, die auch durch die Patres reinkommt. Das fällt mir immer wieder auf, wie integrativ die Pater sind. Das würde ich als besonders auch einschätzen. Joghurtcreme mit Früchten und Schokokeksen. Herr, wir danken dir für die Gaben, die wir nun empfangen durch Christus, unseren Herrn. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Amen. Guten Appetit. So herzliche Menschen hier. Eine super Mischung aus Respekt, Aufmerksamkeit und norddeutschem Humor. Und jetzt kommen die Kinder. Und bringen uns ihr großartiges Dessert. Mmh. Das schmeckt aber gut. Ich glaube, hier wäre ich richtig gern zur Schule gegangen und hätte es sicher cool gefunden.